gehören dazu, davon lernt man, aber manchmal ist es besser, wenn man vorher darüber Bescheid weiß, dann kann man sich viel Zeit, Geld und Mühe sparen. Paul Kramer hat mit Internetvideos über Snack- und Getränkeautomaten einen kleinen Hype ausgelöst. Er nennt sich Onkel Kramer und erklärt, wie quasi jeder ein passives Einkommen mit Automaten aufbauen kann. Es ist Zeit, über die Umsätze zu reden. Lohnt es sich vielleicht für mich, dasselbe auch zu machen? Ich kann jeden Tag hier sagen, okay, der Greifautomat hat so und so viel Umsatz gemacht, das und das hat so und so viel Umsatz gemacht. Wir lassen uns von Onkel Kramer zeigen, wie das funktioniert und wie er das Einkaufen bald mit smarten Automatenshops ohne Mitarbeiter revolutionieren will. Wir bauen eigene Systeme dafür, mit Terminals, wie man die auch von woanders kennt, von anderen Geschäften, wo man zentral dran einkaufen geht und dann die Automaten halt alles ausspucken, was man braucht. Das ist so mein Ziel auf jeden Fall. Montagmorgen in Sedelsberg in Niedersachsen. In dem 3000-Seelendorf betreibt Paul Kramer eine kleine Automatenspielhalle. Jeden Morgen sieht Paul nach dem Rechten. Ansonsten arbeiten die Automaten für ihn, ganz ohne Personal. Sein erfolgreichstes Gerät ist der Boxautomat. Sollen wir mal Geld rausholen? Das ist so der umsatzstärkste Automat. Den hat leider meine Frau mittlerweile übernommen, weil sie selber auch was macht. Ist auch der blutrünstigste Automat, aber man sieht auf jeden Fall, er lohnt sich. So ein Automat macht auf jeden Fall einen Tausender Umsatz im Monat. Manchmal komme ich morgens rein und dann ist hier vorne überall Blut. Die Leute hauen daneben und da geht es schon immer ordentlich ab auf jeden Fall. Die Arkade ist ein Highlight im Dorf. Da hier auch Kinder spielen, gibt es keine Glücksspielautomaten. Zwischen 11 und 22 Uhr können die Kunden gratis reinspazieren und sich an den Automaten austoben. Die eigentlichen Geldmacher stehen aber vor der Tür. So, jetzt müssen wir erstmal Geld rausholen, gucken, ob da noch was aufgefüllt werden muss. Das Schöne ist ja beim Snackautomaten, man hat da nicht viel mit zu tun. Der steht draußen für Laufkundschaft oder Kunden, die mit dem Auto kommen. Anders ist es ja beim Kiosk. Beim Kiosk muss man permanent vor Ort sein. Und beim Snackautomaten kannst du halt auch mal wegfahren, auch mal in Urlaub fahren, kann man jemanden fragen. Schwiegermonster zum Beispiel macht zwischendurch meine Automaten, kümmert sich darum. Das Wichtigste ist auf jeden Fall immer das Geld. Dieser Automat hat Paul allein im letzten Monat mehr als 3000 Euro Umsatz gebracht. Im Sommer ist es noch mehr. Am besten laufen Energydrinks, trendige Chips und... Das Beste übrigens hier im Automaten sind die Schwangerschaftstests. Wir wohnen hier ja im Dorf und im Dorf ist es so, jeder kennt jeden. Und wenn ich da zur Apotheke hingehe und einen Schwangerschaftstest hole, dann weiß morgen jeder im Dorf, was bei uns los ist. Deswegen läuft sowas hier richtig gut. Eines wird man in Pauls Automaten allerdings nie finden. Alkohol. Ja, mein Vater war Alkoholiker und ich habe keine Lust, dass andere für ihren Vater was holen müssen. Sollen die Eltern schon selber losfahren, wenn die meinen. Mit dem Automatengeschäft hat Paul vor 2,5 Jahren angefangen. Er bringt sich alles selbst bei und teilt seine Erfahrungen auf YouTube. Wichtig, die Auswahl der richtigen Produkte. Gut läuft, was gerade im Trend liegt. Seine Faustregel, sobald es die Snacks im Supermarkt gibt, ist der Trend vorbei. Man guckt, was in Social Media abgeht, TikTok und so weiter, sollte man immer verfolgen. Dann weiß man, welche Produkte auf jeden Fall Hype sind. Und da muss man sich auf jeden Fall auch dran halten, dann hat man auch guten Umsatz. Als wenn man jetzt nur das Standardsortiment hat, sag ich mal. Seine Produkte kauft Paul vor allem im Großhandel ein. Doch Spezialartikel, wie diese scharfen Chips aus Mexiko, lässt er auch manchmal extra importieren. Das Geschäft läuft gut. Obwohl Snacks und Getränke knapp doppelt so teuer sind wie im nur 300 Meter entfernten Supermarkt. Weil es einfach schneller geht. Man ist anonym, man fährt ran und holt es raus. Und letztendlich die eigene Zeit, wenn ich jetzt hier in den Supermarkt reingehe, dann dauert es 20 Minuten, bis ich raus bin, weil da an der Kasse garantiert wieder die Tante Hilde steht und sich mit der Kassiererin unterhält. Und dementsprechend geht das hier natürlich viel, viel schneller und sind die Leute auch bereit, mehr Geld auszugeben. Pauls Zeitaufwand beträgt hier etwa 2 Stunden am Tag für Auffüllen und Saubermachen. Die restliche Zeit arbeiten die Automaten für ihn. Laut Paul kann jeder mit Automaten Geld verdienen. Bestes Beispiel seine Schwiegermutter. Die wohnt mit Paul im gleichen Haus und hat auch einen Automaten. Das Warenlager war früher mal das gemeinsame Esszimmer. Hi, Bianca. Hi. Na? Wie sieht's aus? Ja, muss ja, ne? Bist du am Auffüllen oder wie? Ich wollte noch eben auffüllen. Ja, Bianca, die spart immer viel Geld, weil die kauft abgelaufenes. Und etikettiert das um.
Das ist auch keine Sorge. Paul macht natürlich nur Spaß. Bianca hat seit etwa 2 Jahren ihren eigenen Automaten. Die 54-Jährige arbeitet hauptberuflich in einer Gärtnerei. Mit dem Automaten kann sie noch was dazu verdienen. Ein neuer Snackautomat wie ihrer kostet um die 10.000 Euro. Dazu kommen etwa 150 Euro monatlich für Strom, Standortmiete, Versicherung und Snacks. Mittlerweile macht Bianca mit ihren Automaten etwa 2.000 Euro Umsatz im Monat. Wie viel Gewinn dabei hängen bleibt, wollen sie aber nicht verraten. Wenn ich das kann, kann das jeder. Aber Pauli macht auch super Videos, wo ich dann drauf geguckt habe. Weil mir ist das ja auch zu blöd, auch wenn es mein Schwiegersohn ist. Aber den jeden Tag anzubetteln, das mache ich auch nicht gern. Und dann gucke ich die Videos an. Und nach den Videos arbeite ich dann. Praktisch, die Automaten haben mobiles Internet. In ihrer App kann Bianca genau sehen, was verkauft wird. Ich weiß genau, was ich packen muss, damit die Leute wieder was haben. Biancas Automat steht 15 Minuten entfernt an diesem Blumenladen. Die Ladenbesitzer bekommen 50 Euro Standortmiete im Monat von Bianca. Der richtige Stellplatz ist das A und O im Automatengeschäft, sagt Paul. Ist das vielleicht ein Ort, wo viele Leute warten oder viel Durchfluss ist, so wie hier eine Bushaltestelle, hier gehen die Schulkinder lang, hier ist viel Verkehr. Und da kann auch ruhig eine Tankstelle daneben sein oder ein Kiosk oder irgendwas. Leute gehen lieber am Automaten, die wollen halt nicht mit Leuten sprechen, das ist so. Welche Schritte braucht es zum eigenen Automatengeschäft? Erstens, man sollte sich über das Thema informieren. Zweitens, bei Stadt oder Gemeinde muss man ein Gewerbe anmelden. Drittens, am besten einen Steuerberater suchen für den Papierkram mit dem Finanzamt. Viertens, einen geeigneten Stellplatz suchen und sich mit dem Besitzer auf Miete und Stromkosten einigen. Fünftens, einen Automaten kaufen. Sechstens, sich mit dem Automaten vertraut machen. Siebtens, einen Lieferant für Snacks suchen und Preise verhandeln oder die Snacks im Großhandel kaufen. Achtens, den Automat versichern für 30 Euro im Monat. Neuntens, den Automat befüllen und für sich arbeiten lassen. Sind Automaten die Zukunft? Paul glaubt daran. In Düsseldorf hat er zusammen mit 3 Gleichgesinnten eine eigene Automatenfirma gegründet. Der Plan? Automaten zukunftsfähig machen. Dafür programmiert Kollege Moritz die Geräte komplett um. Der klassische Warenautomat hat halt ein Nummernfeld, wo ich meine Auswahl eingebe und ist wirklich, ja, ich sag mal, dumm, nicht vernetzt. Und wir haben ihn halt smart gemacht, wir haben ihn ins Internet gesteckt. Man kann ihn aus dem Internet raussteuern, man kann ihn mit Apps steuern. Die Automaten sind auch untereinander vernetzt. An einem Terminal kann der Kunde Snacks und Getränke von verschiedenen Automaten auswählen. Bezahlen geht nicht nur mit Bargeld. Wir brauchen auch nicht unbedingt so ein Terminal. Jeder Kunde bekommt immer einen QR-Code mit dazu an den Automaten dran. Das heißt, ich kann den einfach scannen, brauche keine App runterladen. Denn Apps hat letztendlich jeder genug auf seinem Telefon, kann das Produkt auswählen und dann gleich online bezahlen. Das ist so das Einfachste. In dieser Art Automatenkiosk ohne Personal sehen Paul und sein Kollege Niklas die Zukunft. Wir haben aktuell immer mehr Nachfrage nach Kiosklösungen, wo wirklich der Kiosk abgelöst wird durch Automaten, wo dann niemand mehr drin sitzen muss. Ich sag mal, Personal zu finden wird immer schwieriger. Der Mindestlohn steigt und da steigen immer mehr Leute um auf den Automaten. Das Automatengeschäft brummt. Um die 100 Automaten verkaufen Paul und seine Kollegen mittlerweile im Monat. Wie schnell alles gewachsen ist, kann Paul selbst manchmal nicht glauben. Ja. Also ich hätte nie gedacht, dass das so eskaliert, wo ich meine ersten Automaten in China importiert habe quasi. Hätte ich nie gedacht, dass das solche Ausmaße nimmt. Ich wollte ja eigentlich nur ein bisschen was dazu verdienen. Aber das ist schon, Hammer. Wir treffen Paul am nächsten Tag in Aalen wieder. Moin. Dieser Kiosk hat mit Hilfe von Paul schon zum Teil auf Automaten umgestellt. Um sich Hotelkosten zu sparen, fährt Paul mit dem Camper zu Kundenterminen. Ich habe ja zu Hause noch genug zu tun und fahre dann halt abends 22 Uhr meist los bis zum Kunden hin oder da, wo halt gerade was gemacht werden muss und kann dann vernünftig schlafen, ohne dass mir noch ein Hotel suchen muss und habe halt mein Kram immer bei mir. Heute ist er hier für ein Beratungsgespräch.
Raphael betreibt den Kiosk zusammen mit seiner Frau seit 3 Jahren. Er hat bereits einen Snack- und Getränkeautomaten sowie einen Kaffeeautomaten. Jetzt will er aber auch noch selbstgemachtes Gebäck außerhalb seiner Öffnungszeiten verkaufen. Ja, wenn wir dann bis hier gehen, Paul, ich weiß. Ja, die Motivation ist, rückblickend 2 Jahre Erfahrung, Bütchen, / Kiosk, immer selbst und ständig die Verkaufszeiten zu erweitern. Also das Grundangebot, das Sortiment, was man eh hat, nach Ladenschluss noch weiter zu verkaufen, ohne dass wir dann halt da selber stehen. Ja. Pauls Videos brachten ihn damals auf die Idee und er ließ sich dann von ihm beraten. Mittlerweile machen die Automaten 50% seines Umsatzes aus. Hier der Raphael, der hat die Nadel im Arm. Der Typ ist krass, er ist selber Feuer und Flamme, ist der beste Kunde, den man sich wünschen kann, weil er ja auch Werbung für die Sachen macht, weil er da auch voll hintersteht. Er hat da echt Bock drauf, ne? Der Standort ist für Automaten auch perfekt. Direkt daneben ist ein Park, gegenüber ist ein Krankenhaus. Es ist immer viel los. Da lohnt sich sogar ein Pizza-Automat. Und du hast mir damals gesagt, Raphael, wenn du den Pizza-Automaten hier stehen hast, an dem Standort hast du 30% aufwärts Umsatz an den anderen Automaten. Ja, die Leute warten. Ja klar, du verkaufst halt mehr Getränke, ne? Den Pizza-Automat betreibt eine externe Firma. Raphael bekommt eine Umsatzbeteiligung und muss sich um nichts kümmern. Für rund 10 Euro spuckt der Automat nach ca. 4 Minuten eine Pizza aus. Ganz viele Pflegekräfte, Krankenschwestern, Ärzte, die machen Dreischichtarbeit. Wir haben viele Polizisten, Feuerwehrleute, die auch hier nachts anhalten und eine kräftige Mahlzeit benötigen. Daniel, was sagst du? Brutal. Warum ist das die beste Pizza? Weil sie 24 Stunden erhältlich ist. Um 3 Uhr morgens kriegst du keine bessere Pizza. Für Raphael hat es sich gelohnt. Schön knusprig, ne? Der Kiosk ist nur bis 15 Uhr geöffnet. Danach sind die Automaten dran. Die müssen aber auch einiges aushalten. Wir hatten ja schon ganz oft, dass Leute hier gegengetreten haben und gegengesprungen sind. Und wirklich 1 Jahr und 3 Monate, sie stehen, ne? Ja, wir hatten dieselben auch in Neuss stehen und da haben sie mit dem Gullideckel reingeworfen. Außer die Spitzhacke hat das Ding dann nicht mehr überlebt. Da musste dann die Versicherung ran. Raphael will diese Automaten modernisieren und in anderen Stadtteilen weitere aufstellen. Er ist von dem Konzept überzeugt. Für fast jeden was mit dabei und ob Personal da ist oder nicht. Mehrwert, ein Lächeln kriegt man an der Theke bei mir, aber auch im Sommer ist die Terrasse voll, wenn hier gar keiner vor Ort ist. Und das ist, glaube ich, die Zukunft, da sollte man anknüpfen. Für Paul waren die letzten Jahre ein wilder Ritt. Eigentlich wollte er nur selbst was dazu verdienen. Jetzt revolutioniert er mit seinen Kollegen das Automaten- und Kioskgeschäft.